Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Heute im Spielmodus Transport auf der Karte Zorusub Raffinerie. Und wir müssen immer noch nach wie vor Brückenverträge erfüllen. Das wird dieses Wochenende und wahrscheinlich auch in der nächsten Woche noch unser Hauptaugenmerk sein. Wir brauchen aber nur noch einen einzigen Kill mit dem Schockblaster und 5-mal Feuerbindeln muss ich benutzen. Es ist also nicht mehr sehr viel. Dann haben wir wieder einen Vertrag abgeschlossen. Dann bekommen wir eine neue Sternkarte. Woo! Geil. Der Rebellentransport setzt sich in Bewegung. Haltet ihn auf! Los! Wir haben Skywalker. Ah, so, also meine Kills sollte ich eigentlich haben. Mit dem CA-87. Das sollte eigentlich gepasst haben. Dann werde ich jetzt mal auf den Railby gehen. Also Kills war es nur noch einer, der mir gefehlt hat. 5-mal Feuerbündeln, jetzt müsste es noch 4-mal sein. Und dann noch diverse Kills mit dem Thermaldetonator und der Dioxingranate. Oder Dioxisgranate heißt sie ja richtig. Oh, ich bin in einem anderen Gang. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Egal. Stoppe den Transport. Okay, werde ich mich mal hier von hinten anschleichen. Okay, das wird jetzt schwierig. Ja, klasse. Klasse. Wie soll man denn da hinkommen ohne Sprungpack? Ich mach mal einen Partnerstart. Guck mal, ein Partner rumpimmelt. Demon Dutch. Mhm. Eigentlich ist der Modus ja gar nicht so schlecht, um... Oh Gott. Um meine Granaten einzusetzen. Denn es spielt sich ja alles bei diesen Transportschiffen ab. Und da kann ich sehr gut punkten mit Dioxin und Sprengladung. Also Thermaldetonator. Das ist das Ende von Skywalker und dieser armseligen Rebellion. Vernichtet das Rebellenpark! Haltet sie auf! Ausgezeichnet! Sorgt dafür, dass der Transport bleibt, wo er ist. Okay, wir haben ihn gestoppt. Werde ich jetzt hier meine Annäherungsbombe hinlegen. Was? Der lebt noch? Der hatte doch sowieso schon so wenig. Wenn wir mal ausräuchern, die Jungs. Ja, hinter uns ist überall Leute, das ist... Ja, zu viele Leute überall. Haha. Hab ich ihn erwischt mit meiner Annäherungssbombe. Das müsste auch ein Sprengsatzkill sein, oder? Annäherungsbombe. Müsste zählen. So, Feuerbündeln. 2-mal benutzt. Da ist der Transport. Okay. Ah, da campen die da oben rum, ey. DH-17, okay, das war gerade voll verbuggt. Was ist denn das DH-17? Ist das nicht die neue Pistole? Wo sind sie, die Gegner? Oh, ich habe den Helden verwundet. Wow. Schnelle Impulskanone. Ach, das ist der... Ah, das ist der Held. Nie ein Noob ist das. Deswegen wurde der mir nicht... Und das war auch die Knarre von ihm. Das Geschütz. Ja, der ist krass, der Held. Ich finde ihn ein bisschen unbalanced. Ich finde ihn ein bisschen zu stark. Er ist extrem. Ich finde, er ist noch ein bisschen stärker als die anderen Helden. Wo kommt man hier lang? Nur hier. Normalerweise ist doch immer dieses Tor offen. Geht das erst nachher auf, wenn der Kontrollpunkt eingenommen ist wahrscheinlich, ne? Ah, ich bin schon ganz schön am Campen. Die
Hätte ich eigentlich auch mal ausmachen können, ich Idiot. Haltet die Rebellen von ihm fern. Da kommt wieder einer. Alter, die Dioxingranate ist gebufft worden, oder? Kann das sein? Oh, der Typ, der fuckt mich ein bisschen ab hier. Mega Man. 11 zu 4. Na gut, er hat nur 11 zu 4, weil er der Held war. Wir haben die Kontrolle über den Transport verloren. Aber die macht jetzt 10 Schaden pro Tick. Das ist mehr als vorher, oder? Ich meine, vorher war die extrem harmlos. Aber gerade habe ich ja eigentlich schon ganz gut Schaden bekommen. Nein. Steht er da drin mit seiner... Kommt da kein Gas rein in die Schilder? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn, ob ihr das wisst. Ob da Gas reinkommt oder nicht. Weil wenn nicht, dann... ja. Fände ich das ziemlich komisch. Halt den Quatsch mal auf hier. So. Hier bleibt alles so, wie es ist. Hier wird sich gar nichts ändern. Schieß dich ins Knie, Junge. Oh, kann man Wort gestoppt. Oh Gott, hält er seinen Glötschkopf dazwischen. Ich gehe auch mal hier gucken. Kann man auch immer gute Kills machen. Ah, da kämpft er schon, der Erste. Egal, wieder einen mit dem Sprengsatz gekillt. Sehr schön. Und hier haben wir jetzt eigentlich den Punkt erreicht. Erreicht. wo man relativ gut verteidigen kann. Wenn ich denn mal endlich zum Geschehen komme. Oh, Granate. Ah. Der Feind ist in der Überzahl. Okay, das haben wir recht schön verteidigt. Die kommen hier nicht hoch erstmal. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie von da kommen. Sehr schön. Da hat der Druide richtig schön gescannt für uns. Sehr schön, von hinten geholt. Dann werde ich jetzt wieder hier ein bisschen vorrushen. Feuerbündeln. Bereit machen für Kampfhandlungen. Der Transport hat sich wieder in Bewegung gesetzt. Wir verlieren mehr und mehr die Kontrolle. Oh je, der ist gerade gespawnt, deswegen hat er so wenig Schaden bekommen. Hol ich sie mir alle. Der Transport läuft schon wieder, oder was ist da los? Nein, der Transport läuft doch gar nicht. Ist doch alles fresh. Ist doch alles fresh. So, von da kommen sie jetzt. Von da sind auch zwei durch. Keine Ahnung, wo die rauskommen dann. Ihr findet es von Rebellen. Ja, das wird euch aber nicht helfen. Bringt die Situation unter Kontrolle. Nur weil ihr das jetzt hier kurz antippt. Die Zielgranate rein. Ausräuchern den Haufen. Ach Mist, da war noch einer durch. Ich Idiot. Junge! Tipp mal das Ding an. Oh, sowas kann ich gar nicht haben. Der steht neben dem Transporter. Sieht, dass das Ding da hochfährt. Das ist unsere beste Chance, ihn da an der Rampe zu halten. Wenn wir das schaffen, dann können wir gewinnen. Ansonsten haben wir verloren. Feinde
So, Feuerbündeln ist aktiviert. Okay. Geil, Suchtruide schon wieder. Lord Vader wird uns helfen, diese Verräter zur Rechenschaft zu ziehen. Ich seh dich. Kommt schon, zeigt euch. Oh, 4 HP, ey, das war glücklich. Das war echt glücklich. Ich muss irgendwie schaffen, den wieder ein bisschen runterzuschieben. Geht das? Kann man das wieder zurückschieben? Dioxingranate werfe ich mal dahin. Haha, voll geil, wenn der Held da einen am Stylen ist. Feuerbündel läuft. Ja, Vader ist hier natürlich ein sehr, sehr guter Held an der Stelle, wo man so viel im Nahkampf agieren kann. So, da kommt erstmal keiner durch, ohne dass ich sehe. Schön die Dioxingranate. Was ist das für ein Symbol da rechts? Was war das gerade? Dass meine Granaten sich so schneller aufgeladen haben. Hier kann man wirklich sehr, sehr gut verteidigen. Das ist eine Stelle, die ist einfach nicht balanced. Das ist ganz, 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 ganz schwer für die Rebellen, hier durch diesen Raum zu kommen. Ihr seht ja auch, was ich für einen Stress machen kann hier mit meinen Granaten. Oh Gott. Läuft mir mein eigenes Teammate da vor die Füße. Ja, die Dioxingranaten sind irgendwie gebufft worden, habe ich das Gefühl. Vielleicht vertue ich mich auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die sind stärker geworden. Da waren gerade so Pfeile auf meinen Sternkarten, dass die schneller sich aufladen. Ich weiß nicht, womit das was zu tun hat. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was das für ein komischer Buff war, den ich da hatte. Ich versuche nochmal hier oben durchzukommen, das ist die einzige Chance für mich. Ein paar Fracks zu machen. In der Mitte steht Vader, der fast alles wegholt. In dem einen Gang steht einer mit einem Geschütz. Falls der da noch steht. Ich spring mal einfach runter, so das mutig, wie ich bin. Oder geisteskrank, könnte man das auch nennen. Auf jeden Fall rechnen sie hier erstmal so schnell nicht mit einem Sturmtruppler, so weit vorne. Sieht man ja auch, alle laufen einfach dahin. Und dann kommt so ein Arschloch und schießt sie in den Rücken. Gemeint bin ich. Von hier, oder? Ich höre dich doch. Boah, jetzt machen wir sie aber richtig fertig. Jetzt sind wir sie hier sogar in ihre eigene Basis am Zurückdrängen, falls man das so nennen kann, zu ihrem eigenen Stützpunkt. Was eigentlich doch sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ja, jetzt verkämpfen sie sich selber schon an ihrer eigenen Basis. Es sind nur noch 30 Sekunden zu spielen. Die Sache wird sich für uns entscheiden.
Ich benutze nochmal ein Feuerbündeln, falls ich dazu komme. Widerstand ist zwecklos. Nochmal ein Kill Assist. Eigentlich müsste ich wieder einen Huttenvertrag abgeschlossen haben. Bin ich sehr gespannt drauf. Werden wir in der nächsten Episode sehen. Liebe Leute, hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten würdet. Hier zu Star Wars Battlefront. Bis morgen. Ciao, ciao. Euer Silent.